seine Kompositionen sind ein Rätsel, wie die ganze Person ein Rätsel ist. Wie also jemand, der aus so kleinen Verhältnissen, aus ländlichen Verhältnissen kommt, solch ein Werk schreiben kann mit einer so unglaublichen Weitsicht und Aura. Also jemand, der auch als Zeitgenosse ja unglaublich widersprüchlich war, kantig, querstehend, unangepasst, ja, immer abgelehnt wurde, Zeit seines Lebens fast keinen Erfolg hatte. Wie jemand trotzdem so einen Fokus auf sein Tun und Schaffen, so viel Konzentration an den Tag legte und ein Werk schreibt, was alles andere überragt, eigentlich die perfekte Balance zwischen Herz und Verstand, die man erreichen kann. Kunst war erstmal Handwerk. Er hat Zeit seines Lebens verwendet, um die Tradition zu studieren, angefangen bei mittelalterlicher Musik. Und dann, wie er die Dinge beherrscht hat, hat er sie komplett neu zusammengesetzt. Er hat eine unauflösbare Spannung zwischen Tradition, seinem Verhältnis zur Tradition und zur Moderne. Das hat ein Ergebnis, in dem wir heute als moderne Menschen des 21. Jahrhunderts unglaublich viel lesen, forschen und in die Tiefe dringen können. Bruckner ist nicht einer, der entwickelt, so wie ja Brahms oft entwickelt, diese Variationen, entwickelnde Variationen, sondern Bruckner ist jemand, der expandiert. Und er führt trotzdem zu Gipfelerlebnissen. Wenn ich dann als Experte, als Profi wirklich in die Partitur schaue, sehe ich diese unglaubliche Meisterschaft, die da handwerklich da drin steckt. Aber all das spielt ja beim Hören keine Rolle. Ich muss von Bruckner überhaupt nichts wissen. Ich muss keine Noten lesen können und trotzdem kann ich ergriffen werden. Ja. Ich glaube, die Sechste braucht einen unglaublich tänzerischen, körperlichen Ansatz, weil diese Breite in den Tempi, also das, was man in den anderen Sinfonien sicherlich angefangen mit der Vierten und dann auch die Fünfte schon so genossen hat, bei der Sechsten überhaupt nicht funktioniert. Und Tempo ist für die Sechste, Metrum und Puls unerlässlich, weil er, das ist das radikal Neue an dieser Sinfonie, durch metrische Modulation bewegt er uns in andere metrische Bereiche. Und wenn das Grundtempo nicht funktioniert, fällt die gesamte Architektur zusammen. Das Tempo bei der Sechsten ist immer zu langsam. Man hat immer versucht, oder Bruckner von der Orgel her zu verstehen, also den Orgelklang, den Verschwimmenden auf das Orchester zu übertragen. Und ich bin sicher, er hat sich für das Orchester auch deswegen entschieden, weil er was anderes gesucht hat. Die Transparenz, das Dreidimensionale, das Geschichtete und all diese Mittelstimmen, all die Details müssen phrasiert sein, in ganz klassischer Art und Manier. Wir müssen die Tradition ernst nehmen und die Tradition lautet dort hauptsächlich Schubert. Und die Wiener Klassik. Seine Partituren sind nur so, glaube ich, in Schwingung zu versetzen,
wenn ich mich wirklich um jede Stimme kümmere und alles wichtig nehme. Das ist auch für mich das radikal Neue an unserem Bruckner-Zugriff jetzt hier in Linz. Und da haben wir natürlich, glaube ich, eine große Berechtigung, uns mit diesem Bruckner jetzt neu zu beschäftigen und das auch aufzunehmen.